Gut, als Grundfrage gegen dem Ganzen natürlich voraus, wozu brauchen wir überhaupt kulturelle Bildung? Da war das Hauptanliegen eben, wir möchten einfach ein bestimmtes Menschenbild, und das Menschenbild, das die Grünen eben auch vertreten, ist als das Bild eines freien, verantwortungsvollen, gestaltenden Menschen, der selber eine Kompetenz hat, in die Welt einzugreifen und auch sich politisch interessiert. Und dieses Menschenbild zu fördern, dafür braucht es unabdingbar kulturelle Bildung auf allen Ebenen in jeder beliebigen Menge. Das ist quasi die Grundvoraussetzung gewesen für unseren Workshop, da waren sich auch alle einig. Einig waren sie sich auch darin, dass der Staat viel zu wenig tut auf dem Gebiet, also dass eben die ganzen staatlichen Institutionen viel zu wenig aktiv sind und vor allem zu wenig vernetzt sind, dass also häufig man den Fall hat, dass ein Schulreferat und also Schulbildungsreferat, ein Kulturreferat und ein Sozialreferat völlig aneinander vorbeiarbeiten und es keine Kooperation gibt. In diese Lücke springen mit unserer Privatinitiative, da hatten wir als Referentinnen das Ehepaar Gierse als Beispiel, die eine Stiftung gegründet haben, die Stiftung Persönlichkeit, um genau diese Vernetzung herzustellen und um mit erheblichem privaten Geldeinsatz kulturelle Bildung und vor allem musische Bildung in Kindertagesstätten und Schulen zu ermöglichen. Sehr schwierig oder ein Problem, was auch angegangen werden muss, ist der Übergang zwischen verschiedenen Institutionen. Also es häufig so ist, dann kriegen alle Kinder, wie bei Jeki, also jedem Kind ein Instrument in NRW, kriegen ein Instrument in der ersten Klasse und dann hört es auf. Und dann gibt es danach keins mehr und die das gern fortführen würden, für die ist dann kein Geld mehr da. Und dass diese Übergangsprobleme müssen auch dringend angegangen werden, weil die Einzelprojekte eben ganz punktuell wirken und vielleicht was auslösen, was aber dann nicht fortgeführt werden kann. Genau, ein Beispiel ist auch noch dafür, wie dramatisch die Lage jetzt gerade in Bayern ist, dass zum Beispiel die Hälfte der Bayern haben keinen Zugang zu einer Musikschule, nicht in erreichbarer Nähe mit normalen Verkehrsmitteln. Und das ist eben europaweit, es ist an vorletzter Stelle mit der Erreichbarkeit von Musikschulen, was man nicht glauben sollte, aber nur so als ein Beispiel, was alles noch getan werden muss.